Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um Bach, Johann Sebastian Bach und eine seiner Präludien aus diesem Werk Kleine Präludien und Fugetten. Und zwar geht es um das Bach-Werkeverzeichnis BWV 999, 3x die 9. Das ist relativ bekannt und auch, wird auch ganz gerne von Gitarristen gespielt und Menschen, die halt auf der Laute oder Gitarre, ne, von Bach was spielen, die kennen das auch. Also es ist, ich will mal den Anfang spielen, aber die Intro sozusagen, dass man weiß, worum es geht. Ne? Dieses Stück, das geht's mal. Genau. Es gibt natürlich auch Versionen davon, die deutlich langsamer gespielt werden, habe ich schon gehört. Es gibt natürlich auch Versionen, die deutlich schneller. Aber dann ist immer die Frage, ich sage immer dazu manchmal, irgendwann klingt es dann so ein bisschen wie aus einer Nähmaschine, wenn es so vor sich hin schnurrt. Also das ist Geschmackssache. Ich entschuldige mich bei allen, die das gerne super, super schnell spielen. Ist nur mein Geschmack. Ich finde das dann nicht mehr so cool, wenn man das so runterballert. Also, obwohl ich ganz gerne ein schnell spielender Klavierlehrer, Pianist bin, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ne? Dann wird es auch. Ja, warum? Das ist, aber pass auf, das Gegenteil wäre natürlich. Ein bisschen auch die Intention des Komponisten nicht verstanden. Dann sieht man auch schon vom. Hier sieht man von oben besser, ne? Wo ist oben? Da ist oben. Sieht man auch vom Notenbild besser. Wenn die Noten schon so lauter Sechzehntel sind, ne? Die mit den Doppelbalken, die ganzen vielen schwarzen Balken. Guck mal, wie viele schwarze Balken das Stück. Ja, Mann, ja. Das ist ein lauter Sechzehntel Notenstück. Und dann wird, wenn einer Sechzehntel schreibt als Komponist, will er wahrscheinlich im Dreivierteltakt, ne? Will er wahrscheinlich nicht. Dass man da so mit umgeht. Was nicht heißen soll, dass man es nicht sogar dürfte und könnte. Da gibt's, dann hat Bach sogar hat er quasi selber Schuld, weil er über seinen Stücken fast nie irgendwie eine Tempoangabe macht. In diesem Buch zumindest schon mal nicht. Ne? Da schreibt nicht Allegro, Moderato, Vivace, Presto, sowas. Ganz selten. Wenn man es überhaupt mal findet, dann findet man es natürlich und achtet sofort drauf. Aber die allermeisten seiner Stücke, auch in diesem Buch besonders, haben da keine Tempoangabe. Die haben einfach nur Noten und Notenwerte, wo man dann erkennen kann, lauter Sechzehntel könnte etwas schnelleres Stück sein. Ne? Hier hätte er sogar 32 drin. Dann, wer so eine 32-Passage komponiert, der will nicht, dass man da so spielt. Ne? Das muss dann schon ein bisschen schneller gehen. Habe ich da gerade gespielt? B? Junge. Was ist denn mit? Na gut, ich war ein bisschen abgelenkt. Ne? Aber selbst die Lehrer machen mal Fehler. Zurück zu unserem Bach-Werkeverzeichnis 3x die 9. 999. Das musste ich in diesen Band sogar selber reinschreiben, weil irgendwie der Günther Hähnle das vergessen hatte in meiner Ausgabe. Überall schreibt er Bach-Werkeverzeichnis rein, aber bei diesem hat das dann irgendwie, muss ich sagen, die Nummer noch ergänzen und das Bach-Werkeverzeichnis mit meinem eigenen drumseligen Bleistift. Na gut, ist jetzt geschehen. Da selber eintragen. Aber das stimmt, habe ich nachgeguckt. Das ist BWV, Bach-Werkeverzeichnis 999. So, zurück zum Stück. Das ist insofern interessant, auch das, durch das höhere Tempo gibt es so eine, es gibt da so harmonische, so eine Art Fläche. Also der, ne, wenn man eine Harmonie in einem Takt in vielen Notenwerten erfasst und die relativ schnell zusammenspielt, dann gibt es für die Ohren eine harmonische, eine musikalische Fläche oder auch eine Farbe, sagt man auch. Das ist, es gibt dann so eine, es schwimmt dann so zusammen zu einem Eindruck. So, als würde man einen Akkord spielen, zum Beispiel so. Ne? Wenn alle sagen, schöner C-Moll-Dreiklang, Jörg, ja, wunderbar. Ne? Ich kann jetzt aber auch auflösen. Es ist trotzdem C-Moll, aber durch dieses etwas Schillernde, weil ich die Töne so schnell nacheinander spiele. Ne? Es ist dann für die Ohren, als würde ich quasi so, als würde ich so spielen. Bloß nicht so, nicht so, nicht so stumpf, nicht so nur Moll, sondern mehr so. Merkst du das? Es ist genauso C-Moll wie so. Das sind dieselben Töne. Ich mache nichts anderes. Ich guck mal auf die Finger. Die Finger spielen genau diese Töne. Ne? C-Moll. Aber jetzt etwas
von Bach gewollt, so etwas schillernder, geschickter, so verteilt von den, ne? Vergleich. Oder? Ne? Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Das, und deswegen, und das ist der Grund, warum man dieses Stück nicht so langsam spielen sollte. Der Eindruck, dann hört er das, ne? Dann hat man quasi hier diese Fläche, die man jetzt als C-Moll wahrnimmt, die wird dann, wenn man es zu langsam spielt, wie so eine, ja, dann achtet man auf so einzelne Töne, dann gibt es so eine Art Melodie. Dann achtet man auf die etwas sportliche Artikulation des Klavierlehrers. Will damit sagen, das wird ein ganz anderes Stück. Dann ist man in so einer, ne, dann hat man, glaube ich, nicht verstanden, was Bach wollte. Denn, ich mache ein nächstes Beispiel, eine Seite weiter, hier in Takte 1823, da geht hier mal eine andere Tonart rein. Hier. So. Extra mal langsam gespielt. So langsam spielt, dann haben wir hier unten Takt 21, dann 22, 23, 24 habe ich gerade gespielt. Ne? Nochmal, hör doch mal rein. Es ist trotzdem zu erkennen, aber die Intention, die Absicht von dem Komponisten, ich spiele es mal jetzt in dem Tempo, in dem ich glaube, das Tempo, das ich für richtig erachte. Welches ich? Okay. Warum? Gemerkt? Guck mal. Genial. Das ist doch genial. Ne? Der Bach hat also hier, und deswegen, also ich empfehle allen meinen Schülerinnen, Schülern, Menschen, die als Klavierunterricht, ach nö, hat ja sein Handy nicht auf Flugzeugmodus gestellt. Ich kann jetzt nicht, ich gebe gerade Klavierunterricht. Ja, müssen wir nochmal anrufen. Folgendes, also diese ruhig. Ne? Diese ganzen harmonischen Veränderungen, danke, Anrufbeantworter, diese ganzen harmonischen Veränderungen, die Bach hier, ne, eingefügt hat, die komponiert hat, die kommen natürlich viel besser raus, wenn man das Grundtempo hoch genug wählt. Ich spiele es mal als Blöcke zusammengefasst, was ich auch allen empfehlen wollte, das wollte ich nämlich sagen, dieses Stück gerade lernen, übt das in Blöcken, übt das in harmonischen Blöcken. Ach, da verstehe ich schon, war für meine Frau nicht für mich, okay. Okay, und dann. Richtig, also hier der erste Block, Takt 21, ne? Das Block zusammengefasst, dann der nächste Block. Block, 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 Block. Man kann natürlich diese Basstöne der linken Hand auch in den Block integrieren. Aber wird es ein bisschen komischer, ne? Was war das denn? Falscher Block. Hört man sofort, ne? Einmal verspielt, alles ist falsch. Das ist ganz oft so bei solchen Kompositionen, wenn man nur einen einzigen Ton anders spielt, als er da steht, ist das Ganze, bricht das völlig zusammen. Dann hat man es ruiniert. Deswegen sage ich immer so, seid bei solchen Star-Komponisten, Bach, Mozart, Brahms, Beethoven, Chopin, wie sie alle heißen, ganz penibel, guckt auf die Noten, was da wirklich steht, denn jeder einzelne falsche Ton macht euch das ganze Stück irgendwie kaputt. Habt ihr gerade bei dem Bach hier gemerkt, ne? Die beiden gehörten dazu und Vaso hat gespielt. Ging gar nicht, ne? Nee, die beiden müssen sein, dann so. Jetzt wird's noch krasser, wenn ihr hier
hier einen Ton von denen nicht mehr spieltest, was wollte Bach, ne? Diese Dissonanz, wenn du meinetwegen so spieltest, klingt so ähnlich, aber durch diesen einen Ton Cis, das hört man jetzt, oder? Höre ich das nur. Das ist ja schon fast fies. Also ich mache mal diesen Takt, wir sind hier Takt 25. Wir haben nämlich hier typischer Jazz-Akkord, ne? Wir haben einen verminderten Akkord mit D im Bass. Kann man so analysieren, könnte man so machen, ne? Alle Töne vom verminderten Akkord Cis, E, G, B, Cis, E, G, B, Cis, E, G, B. Und dann hat er den falschen Basston dazu komponiert. Hat er keine Ahnung, oder was ist da los? Nein, dieser falsche Basston ist Teil eines Orgelpunktes, sagt man dazu. Er spielt hier 1, 2, 3, 4, 5, eine Million Takte, 12 Takte mit dem Basston D. Ne? Und die werden entsprechend dann oben drüber kommen, neue Harmonien. Seines Fachs gewesen, Johann Sebastian Bach. Und wenn ihr das jetzt so hört, und wenn man das jetzt nicht wüsste, ey, das ist von Bach, das ist schon 300 Jahre alt, das Stück. Hättet ihr das gemerkt? Gerade bei solchen Stellen, also wo es hier so ein bisschen, also ich finde sowas zum Beispiel. Das ist auch Jazz, oder? Ist das Jazz oder ist das Jazz? Wenn dann hier so haben wir gelernt von dem Bach. Bach war erst da, dann kam die Jazzer. Und übrigens, so ein Komponist wie Johann Sebastian Bach, der hat ja auch viel in Kirchen komponiert und, was heißt in Kirchen komponiert, also der war Kantor, hat Musik komponiert, die auf der Orgel auch in Kirchen musiziert wurden. Und wenn du so ein Stück auf der Orgel spielst in der Kirche, nach dem Gottesdienst sozusagen, die Leute gehen raus, nach dem Fahrrad und sagen Schluss, geht nach Hause, Amen, die gehen raus und dann läuft diese Musik. Die haben sich richtig aufgeregt zum Teil. Die fanden das richtig ein bisschen, also der mit seinen schrägen Tönen, der Signore Bach, das geht ja zum Teil gar nicht. Also was der da komponiert, das mussten wir uns dann noch anhören, als wir aus der Kirche gingen. Der hat manchmal richtig Ärger bekommen. War ihm egal. So, diese Art von, das war für die Leute zu schlimm schon zu seiner Zeit, zu modern. Ich finde die zweite Seite ganz selber. Ne? Spielen, aber wichtig ist, das habe ich hier oben glaube ich auch zweimal nicht richtig gemacht, die Viertelpausen hier, ne? Guck mal, diese. Pro Takt immer eine Viertelnote, dann eine ganze Viertelpause, zwei Achtel. Viertelnote, eine ganze dicke Viertelpause, zwei Achtel. Diese Dreivierteltakt wird also in gespielt, Pause, zwei Achtel. Gespielt, Pause, zwei Achtel. Dum, 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 dum. Bitte nicht die Viertelnote liegen lassen, nicht sowas machen. Draus machen. Das wollte Bach nicht. Woher weiß ich das denn?
dass er das nicht wollte. Ich lache immer über meine eigenen blöden Fragen. Ne? Also hätte er es doch aufgeschrieben, Mensch. Man hätte doch eine halbe Note komponiert und nicht eine Viertel extra mit einer Pause geschrieben. Ist doch aufwendig. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr schreibt Noten und seid so im Zeitalter von Johann Sebastian Bach. Habt euer Tintenfass hier stehen, dann habt ihr hier euren Federkiel, ne, mit der Tinte und dann schreibt ihr den Notenkopf. Kratzt da so rein, neue Finte, so, zack. Und jetzt müsst ihr nochmal Tinte ziehen und so extra so eine Pause machen. Ich mache nochmal dieses Geräusch vor, wenn ihr den Federkiel auf dem Papier kratzt, dieses, ne, in der Tinte wieder, so, neu. Noten schreiben, zack, 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 neue Tinte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist aufwendig, das ist richtig, der muss richtig, das war richtig Arbeit, so eine Pause da reinzusetzen in die Noten. Nicht mal eben so wie heute am Computer, machst du die ganzen Pausen. Da musst du mit der Hand immer so dieses Pausenzeichen da ins Papier mehr oder weniger reinkratzen. Hättest du hier einfach eine halbe geschrieben, schack, bumm, fertig. Voll easy. Wäre viel einfacher gewesen, wäre nach der halben Zeit wäre schon fertig gewesen mit seinem Stück. Halbe Note schreiben kann ja jeder. So ein Kringel mit dem Hals. Bumm, Kringel mit dem Hals. Zack. Aber hier machst du eine Viertelnote und musst nochmal extra und dann wieder die Pause. Ist jetzt deutlich, ne? Das hat natürlich mit Absicht gemacht. Und deswegen kannst du nicht oder ich nicht oder irgendjemand kommen und jetzt 300 Jahre später sagen, ey, Bach, deine Pausen, das nervt, da muss ich ja den Finger hochnehmen. Ich spiele eine halbe Note. Nee, ist richtig. Nee, ist falsch. Macht man nicht. Merkt ihr? Egal welches Tempo. Die Pausen müssen kommen. Ja, zu schnell ist doof. Zu schnell ist irgendwie doof. So, zu schnell gefällt mir nicht. Okay, ich will es auch nicht wieder zu lang werden lassen. Allerdings eine Sache noch. Bei diesem Video finde ich auch, es ist erwähnenswert, dass man nicht alles in dicken Legato spielen sollte und schon gar nicht, bitte auf gar keinen Fall, gar nicht, was auch einige leider machen, dieses Präludium mit Pedal spielen. Rechtes Pedal macht bei Bach ungefähr 50% kaputt. Ich mach mal vor, einmal mit Pedal. Erstens, habt ihr gemerkt, ne? Es klingt fast schon so, als hätte man doch halbe da und man merkt gar nicht mal, dass da eine Pause ist. Weil dieser trockene Effekt, ist weg. Also, die sollen ja zusammen erklingen, tun sie auch ohne Pedal. Und jetzt, ich spiele mal nur gerade den ersten Takt in Zeitlupe, ne? Das hört man natürlich nur, wenn man kein Pedal benutzt. Nochmal mit Pedal zu machen. Oder man muss viermal pro Takt wechseln, um diese Pause noch zu realisieren. Dann, ja, dann hat man das auch, diesen Effekt. Okay, dann hätte man das. Aber macht man das? Dieses Stück mit Pedal spielen möchte, wechselt bitte pro Takt viermal und hat dann entsprechend ordentlich was zu tun mit seinem rechten Fuß. Und dann klingt es auch so ein bisschen so, als hätte man ihm den Flügel in die große Kathedrale, Kölner Dom oder so geschoben. Da hat man durch die große Überakustik, die Nachhaltzeit von 12 Sekunden, klingt sowieso alles gleich. Dann kann man es auch gleich mit durchgängigem Pedal spielen. Wirklich wie im Kölner Dom. Merkt ihr das? Das ist wirklich. Also es ist auch Geschmackssache, ich weiß. Und ich bin halt da ein bisschen bachtechnisch, bin ich so ein bisschen so der Purist, der sagt, wie vorhin schon erklärt, ne, der macht sich extra die Mühe, macht dicke Pausen und man kann dann artikulieren, man kann sowas machen. Was man alles nicht hören würde, wenn man alles schön brav mit einem dicken Pedal zukleistert. Ich mache mir die gleiche Mühe. Ich mache
mal von der Seite. Ich mache mir gerade die gleiche Mühe mit der Artikulation und trotzdem hört man davon gar nichts, weil das Pedal einfach alles platt macht. Wenn man die Hände gut sehen können, erstmal mit ohne, also ohne Pedal. Jetzt das Ganze mal schön mit Pedal. Ich mache mir die gleiche Arbeit, die Absetzung links, rechts, schön mit Staccato und Legato-Bindung. Was hört man? Nichts mehr. Pedal macht also alles kaputt. So, das war etwas, das Plädoyer für bitte spielt das Stück ohne Pedal. Okay? Danke. Jeder, wie er möchte. Ich kann ja keiner dazu zwingen, das Stück so zu spielen, wie ich das mache. Also, nochmal als Beispiel. Hier ist jetzt die Artikulation gut zu, hört ihr, ne? Ist gut zu erkennen. Man hat also Artikulation Mann. Also ich spiele Artikulation Legato und jetzt abgesetzt. Ja? Wenn wir das eintragen würden in den Noten, könnt ihr sehen von oben. Hier zeigt man nochmal von oben. In den Noten sieht man dann so gar nichts. Ich habe ja auch noch nichts stehen. Also man müsste dann quasi hier sowas machen. Hier kommt ein Legato-Bogen drüber. So, ne? Da kommt ein Staccato. So, und dann Zweierbindung, wieder Legato-Bogen, Staccato, Zweierbindung. Dann gibt es diesen Effekt. Das ist eine, wohlgemerkt eine Artikulation. Man kann natürlich auch zwei, drei, vier verschiedene andere sich überlegen. Ja? Und diesen entsprechend auch so ein bisschen mit so einem Portato so ein bisschen breiter zu spielen. Okay? Das ist der Effekt. Sagen, ja, das ist mir zu aufwendig, das ist ja auch anstrengend. Und dann, der Effekt ist ja so ein bisschen marginal, nur ich spiele mal alles schön breit im Legato. Da sagen meine Ohren, ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall alles schön breit im Legato und natürlich auch einfacher zu spielen, aber es klingt auch nicht ganz so differenziert. Schöner. Für mich, also ich würde mir gerne die Arbeit machen, das Stück so üben, dass es immer so klingt und nicht so. Das gibt dann sonst diesen, es ist ein bisschen so, als würde es auf einem Cembalo gespielt werden. Cembalo sagt euch noch was, ne? Diese, wo man mit so einem Federkiel die Saiten nur so anreißt, gibt da so ein Ping-Geräusch von dem Instrument und der Ton kann nicht irgendwie beeinflusst werden durch länger halten. Und dadurch länger klingen? Nein, man drückt einmal die Taste, es macht nur Pick und der Ton ist danach weg. Also es gibt beim Cembalo gar nicht die Möglichkeit, einen Ton zu verlängern durch Draufhalten der Taste. Nur das ist meist als Info, ne? Na gut, ich wollte ja wie gesagt das Video gar nicht so lang werden lassen. Mache jetzt auch gleich Schluss. Aber die Artikulation, überlegt euch da was. Das wird dann euer Stück, nicht mehr, das ist Bachs Stück, klar, aber es wird dadurch zu eurem Stück, wenn ihr eine eigene Artikulation euch zu dem Stück ausdenkt. So wie meine hier, ne? Mit Zeitlupe gespielt. Das ist halt meine. Okay, muss reichen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.